Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Montag, dem 21. Dezember. Die Jahresabschlussbewegung steht nunmehr unmittelbar bevor. Der Forex-Markt handelt natürlich auch über den ein oder anderen Feiertag, weil eben globaler Handel, aber dennoch muss man sagen, die Liquidität dünnt sich sicherlich etwas aus. Interessant hierbei, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar am letzten Handelstag der vergangenen Woche hier die Marke von 1,40 mit 1,4001 nahezu punktuell erreichen konnte. Und diese Marke hatten wir schon vor längerem im Devisenradar gekennzeichnet. Und wir zeigen das mal hier auf dem Wochenchart-Intervall. Der Chart sicherlich bekannt, weil wir ihn immer wieder im Devisenradar auch vorführen. Punkt, aber hier der US-Dollar, kanadische Dollar hier mit einer sehr, sehr schönen, impulsiven, ohnehin schon seit mehreren Jahren laufenden Aufwärtsbewegung, aber mit Überwindung von 1,28 rund kam es dann hier eben zu weiteren Aufwärtsschüben, die jetzt eben unmittelbar einen weiteren Anstieg voraussahen, gerade mit Überwindung von 1,35 rund 1,3450, dem letzten Verlaufshoch eben. Und hier wurden Ziele in Aussicht gestellt von rund 1,40. Lässt sich herleiten aus früheren Jahren. Genau dieses Niveau ist nunmehr erreicht worden in der vergangenen Woche mit einer sehr, sehr imposanten Kerze. Und wir sehen, dass wir hier am Wochenchart RSI in Periodenstellung 14 in einem überkauften Bereich angekommen sind. Bei starken Trendbewegungen hat das natürlich grundsätzlich erstmal gar nicht so viel zu bedeuten. Und wir sind hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in einer intakten Trendbewegung. Dennoch muss man hier unterstellen, dass wir jetzt charttechnisch auch einen Widerstand erreicht haben, ein Widerstandslevel. Und im Zuge dieser weiterhin vorherrschenden Divergenz, obgleich wir müssen das ein Stück weit korrigieren, der Preis es geschafft hat, hier das letzte Divergenzhoch rauszunehmen. Das waren hier praktisch die Niveaus von Ende August, Anfang September. Da hat sich hier schon eine weitere Divergenz aufgebaut im Zuge der Hochs hier von Anfang des Jahres. Und mit diesem Rausnehmen hat sich hier diese größere Divergenz eigentlich schon erledigt. Dennoch, wir sind jetzt in einem überkauften Bereich und interessanterweise, Sie haben es wahrscheinlich jetzt eh schon gesehen, auf dem Tagesschart bzw. hier auf unserem Startbildschirm haben wir, und dann mache ich jetzt direkt mal auch den Tagesschart dazu, natürlich hier auch einen überkauften Bereich, aber insbesondere eben hier auch eine nunmehr unmittelbar saisonal schwache Phase vor uns. Und das passt auch zum Währungspaar kanadisch Dollar Yen. Da hatten wir am Freitag einen Seasonal Trade vorgestellt, der hier mit dem Ausverkauf am Freitag vielleicht sogar das Tief gesehen haben könnte. Ist allerdings nur eine sehr kurzfristige Intention, sprich hier beim kanadisch Dollar Yen. Schauen Sie dazu kurz in dem Stream bis zum 24. Dezember eben, wäre hier eine Möglichkeit, eine Position zu halten. Long, also entsprechend kanadisch Dollar Short, also beziehungsweise kanadisch Dollar Long und vielmehr US-Dollar kanadisch Dollar Short, so rum. Denn es ist anzunehmen, dass hier rein unter saisonalen Gesichtspunkten, das zeigt auch hier der Saisonalitätsindikator mit Blick auf die kommenden 20 Tage, genau ab heute, zumindest auch bis zum Jahreswechsel, eine schwächere Preisbewegung zu erwarten ist. Und das sieht per se schon mal ganz gut aus. Mit dem Touch der Marke von 1,40 könnte es jetzt also tatsächlich erstmal eine Bewegungspause geben, die kurzfristig, ja, schon im Bereich 37, 1,37 enden könnte. Im Idealfall gibt es ein Pullback hier an 1,35, 1,34, 40 etwa. Dann hätte man hier sicherlich für das laufende Jahr einen schönen Pullback, der dann im kommenden Jahr für einen weiteren Aufstieg des Dollars sprechen könnte. Ob es natürlich so kommt, das muss jetzt hier auf breiter Front erstmal abgewartet werden, denn es kann natürlich auch zu tieferen Rücksetzern kommen. Grundsätzlich jedoch für heute die Chance einer möglichen Schwäche durchaus gegeben. Warum? Der Wochentag bestätigt dies schon mal nicht. Wir haben hier neben einem starken Freitag, der sich wieder mal bestätigte, hier auch einen starken Montag, Dienstag dann ein Stück weit schwächer. Mittwoch wieder ausgeglichen, aber Sie sehen, überwiegend dominieren hier ganz klar die Bullen. Auch nicht verwunderlich, da wir hier eine mehrjährige Aufwärtsbewegung natürlich vor uns haben. Dennoch interessant heute, und das will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, die sich darstellende FTSE-Vektorlogik. Ja, auf Tagesbasis haben wir immer mal wieder hier auch ein kleines Schmankerl am Start, und heute hat sich hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar mit einer sehr extremen Bewertung hervorgetan, bärischer Art. Also im statistischen Mittel gab es hier während der letzten 15, 16 Handelsjahre in knapp 65% der Fälle 336 Erscheinungen, die im Schnitt zu einer Abwärtsbewegung von minus 0,52% führten. Überdem, Sie sehen hier diesen ADX,
über der roten Linie, das ist die Marke von 60. Und immer an diesen Punkten hatte der Index zumindest temporär die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten, also hier eine Überhitzung zu erfahren. Und genau jetzt sind wir hier wirklich in extremer Werten, schon über 80. Das kommt sehr, sehr selten vor. Das heißt jetzt hier nicht unbedingt, dass der Markt jetzt hier eine große Korrektur startet. Aber es heißt, dass der Markt bereit ist und hier unmittelbar eine Konsolidierung bevorstehen könnte. Sie sehen ja auch hier, insbesondere seit Ende November, Anfang Dezember, hat sich das Währungspaar hier nach oben gearbeitet, eben hier im Bereich 4 bis 500 Pips zugelegt, je nachdem, wo man hier den Entry gefunden hätte oder hat. Der Punkt einfach, wir sind hier sehr stark gelaufen und der ATX zeigt hier eine gewisse Überhitzung, die hier nicht für eine große Trendwende spricht, aber durchaus einen Gegenmove zulässt. Der ATX praktisch hier vom Freitag, wenn es jetzt hier am heutigen Tag zu einer Schwäche kommt, dann könnte am morgigen Tag mit einem tieferen ATX sozusagen dann auch am morgigen Tag unter Umständen ein Short-Engagement im Sinne der ATX-Rücklauf. Idee, Rücklauf-Trade-Idee sozusagen sogar morgen auch noch einen Short sich anbieten. Und das will ich dann auch mal hier gar nicht unerwähnt lassen, gegebenenfalls morgen im Stream dann auch noch mal posten. Grundsätzlich für heute deutet sich aber auch nach der FTSE-Vektorlogik eben hier eine schwächere Entwicklung an. Und das kann im Prinzip auch so erhalten werden, wenn der Markt hier keine signifikanten neuen Hochs macht. Über den Hochs der Asia Session. Also hier oben lässt sich den Pivot Point, nehmen wir mal raus, aufgrund der Sonntagskerze. So. Hier oben lässt sich ein kleiner Widerstand ausmachen. Knapp über 1,3960 eben. Und sollten wir darunter bleiben, also keine 40 Pips nach oben, das wäre noch zulässig, aber drüber sollten wir nicht hinausgehen. Also die Marke von 1,40 muss nicht zwingend nochmal touchiert werden. Im kurzfristigen Bereich könnte es also praktisch hier auf Stundenchartbasis mit dem Hoch vom Freitag, mit dem Asia-Hoch, haben wir auch einen kurzfristigen Abwärtstrend, den wir skizzieren können, wäre es eben hier prinzipiell denkbar, dass wir hier bereits schon heute schwächere Preise sehen. Hier auch mal schematischen Abwärtstrendkanal skizziert und erste Unterstützung lassen sich natürlich hier auch schon sehr schön ausmachen. Da gibt es nämlich hier zum einen diesen Bereich, diese Zone hier knapp unter 1,38. So, jetzt haben wir das besser, machen wir ein Stück weit breiter, 1,3750. Wäre hier ein Auffangbecken oder dann eben 1,37, wie am Tagesschart schon gesagt, wäre hier durchaus denkbar im Sinne einer möglichen Erholungs- bzw. Pullback-Bewegung, um hier praktisch die heiße Überhitzung ein Stück weit abzubauen. Also Kanadisch Dollar hier durchaus interessant für eine Gegenbewegung, Erholungsbewegung, was ergo beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar zu einer Schwäche führen könnte. Auf Tagesbasis hierbei interessant, wie gesagt, wir sind hier überkauft, in einem überkauften Status. Bei Trendbewegungen hier aber noch der Hinweis, das muss nichts bedeuten. Wenn wir hier uns nochmal Richtung 1,40 hocharbeiten, also hier sogar nochmal 1,4020, 1,4030 sehen, dann hätten wir hier mit Sicherheit auch beim RSI eine negative Divergenz, die auch hier kurzfristig dann Spielraum erlaubt. Hier im 4-Stunden-Chart mal exemplarisch mit dem Hoch vom Freitag haben wir sogar und dem neuen Verlaufshoch dann hier nachfolgend haben wir sogar schon hier negative Divergenzen aufgebaut, die sich hier sogar jetzt mit den fallenden Preisen eben sogar schon nach unten auflösen. Und das verspricht hier durchaus mögliches Reaktionspotenzial im Sinne der negativen FTSE-Vektorlogik auf Tagesbasis. Sieht es eben mal ganz interessant aus. Aber Obacht geben, der Markt ist höchst bullisch, da sehen wir hier im großen Bild. Und wenn sich der Preis mal über 1,40 festsetzt, also ein, zwei Tage über dem Niveau verbleibt, dann kann man auch davon ausgehen, dass hier sicherlich eine weitere Aufwertung stattfindet. Hängt in erster Linie natürlich auch von der US-Dollar-Stärke generell ab, aber dann muss man hier mit Niveaus, mittelfristigen Niveaus im Bereich 1,4750, 1,48 rechnen. Das wäre dann praktisch hier die nächste Stauzone, untergeordnet vielleicht noch 1,46 knapp, aber hier diese Zone herrührend dann aus dem Jahr 2003 wären hier mögliche neue Anlaufziele. Machen wir das direkt mal fix. Dazu aber, wie gesagt, muss der Preis erstmal sich über 1,40 stabilisieren und aufgrund der starken jüngsten Bewegung wäre es hier durchaus zu empfehlen, dass der Preis mal ein Stück weit durchatmet. Warten wir mal ab, was passiert. Rein technisch, wie gesagt, nach FTSE-Vektorlogik eher Short, nach Saisonalität eher Short, Widerstand eher Short, einzig das starke Trendmomentum.
Ist hier noch im Rücken, was ich auch durchaus weiter fortsetzen könnte, aber ich denke, hier ist auf der Oberseite erstmal Potenzial abgeschöpft worden. Rücksetzer sollten hier viel mehr abgewartet werden, um dann praktisch hier mögliche Trendeinstiege zu finden. Das in dem Sinne für den Wochenauftakt zum Loonie, zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Ich sage danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, seien Sie auf jeden Fall morgen 9:30 Uhr wieder dabei. Und kleiner Hinweis noch, vergessen Sie nicht die Prepaid Commission, die auch bis zum 24.12. geht und Ihnen hierbei definitiv 30% Handelscommission Vorteil unterbreitet. Und das absolut fair und direkt. Also insofern schauen Sie auf die JFD-Seite zum 4. Geburtstag. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.